Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg Mannheim, meine Damen und Herren, hören Sie heute zum Ausklang der Ferienzeit in einer Wiederholung aus dem Jahr 1980 ein heiteres Spiel, das den total organisierten Urlaub zum Thema hat. Der Autor Peter Stiegele gab ihm den Titel Schöne Tage in Marnova 3. Der Freizeitkomplex Fortuna 53 in Manorva 3 begrüßt seine Gäste recht herzlich. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug. Die Gäste, die im Planquadrat A wohnen, begeben sich bitte an die Schalter 1 bis 5. Für Planquadrat B Schalter 6 bis 10. Für Planquadrat C Schalter 11 bis 15. Eine echte Überraschungsreise. Immer nur bei 3, wann oder nie? Nichts wie raus hier. In welchem Quadrat wohnen wir? Immer mit der Ruhe. Wenn 2000 Leute gleichzeitig ankommen und schon ein paar tausend warten, dann dauert das eben seine Zeit. Das war schon immer so, überall, wo wir bisher waren. Also ich staune jedes Mal, wie flott in diesen Zentren die Organisation funktioniert. Es ist wirklich beeindruckend, wie die auf kleinster Fläche 100.000 Leute unterbringen und versorgen. Ja, das ist verdichtetes Bauen in Perfektion, meine Liebe. Dürfte ich bitte hier durch? Ich muss dringend zum Schalter 22, doch drüben. Wie stellen Sie sich das vor in der Enge? Wir können es doch nicht einfach in Luft auflösen. Sie müssen etwas Geduld haben, wie wir alle hier. Haben Sie doch bitte Verständnis. Ich bin Herzleiden. Die vielen Menschen in der Halle, die schlechte Luft. Am Strand sind es auch nicht wenig. Aber da halten Sie es aus. Sie hätten eben nicht hierher kommen dürfen. Das ist nichts für Kranke. Liebe Silvia, wir sind eine freie Gesellschaft in einer freien Welt. Jeder kann tun und lassen, was er für richtig hält. Ja, aber nur keine Sonderwünsche darf er haben. Das wäre geschafft. Wir können sehr zufrieden sein mit unserer Unterbringung. Zwar wohnen wir im Planquadrat T, das ist ziemlich hinten, aber wir haben einen schönen Blick aufs Meer. Ja. 27. Stock, Südbalkon. Rudi, Rudi? 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 Ach, du lieber Rudi. Himmel. Rudi. Jetzt ist er auf das andere Laufband geraten. Wo ist der Junge? Sie haben meinen Sohn auf das andere Laufband gedrängt in die Gegenrichtung. Eine Unverschämtheit ist das. Diese verdammten Bänder laufen doch viel zu schnell. Wo wohnen wir? Unsere Adresse! Na los, Egon, sag's ihm doch schnell! Warte mal, die Nummer des Blocks, die weiß ich im Moment auch nicht. Mach doch! Die Papiere sind in meiner Jackentasche. Augenblick! Silvia, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung. So, Block 11, Planquadrat T, Block 11, 27. Stock! Rudi! Block 11, Planquadrat T, 27. Stock! Das hat er doch jetzt bestimmt nicht mehr gehört. Was machen wir denn ja, jetzt? Siehst du, wir hätten gleich am Schalter unsere Sendegeräte umbinden sollen. Ja. Dafür werden sie schließlich ausgegeben. Du, der wird uns schon finden. Der ist ja kein Baby mehr. Ja, aber wie denn? Er kennt doch unsere Nummer nicht. Der Name nützt ihm doch wenig. Der wird Mutterseelen allein umherirren. Du, Silvia, der wird uns schon irgendwie finden. Der Junge ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Du, da vorne, da beginnt Planquadrat T. Ja. Wir müssen runter vom Band. Ein Glück, dass wir am Rand stehen. Bei allem Risiko. Jetzt geben Sie doch mal meinen Koffer frei, verdammt nochmal. Sie sehen doch, dass wir hier absteigen müssen. Zuerst mein Sohn, jetzt das. Manieren haben diese Leute. Ihnen müsste man den Urlaub verbieten. Hey, warte doch mich! Rudi, wo kommst du denn so schnell wieder her? Wärst mich wohl gerne losgeworden auf die Weise, wie? Rudi, deine Mutter hat sich schon schwere Sorgen um ihren verlorenen Sohn gemacht. Ja, ein bisschen mulmig ist mir allerdings geworden, als ich plötzlich abgedriftet bin. Nach kurzem Blackout zündete es wieder. Ich sportete los, keilte mich irgendwo auf euer Transportband. Und dabei richtete ich allerdings mittleres Chaos an. Und hier bin ich. Ach, du bist ein tüchtiger Junge.
dafür machen wir es uns heute Abend so richtig ja, gemütlich. Ja, Na, du geh doch mal hin. Immer ich. Hallo, hier Rudi Steiner. Rudi, mit unserem Namen kann ja niemand etwas anfangen. Unsere Nummer musst du angeben. Das müsstest du jetzt aber langsam wissen, Junge. Wo ist die denn? Du trägst sie jetzt hoffentlich am Arm. Jedenfalls habe ich dir vorhin Nummer und Sendegerät ausgehändigt. Ja. Junge, sei doch nicht so schlampig. Ah ja. Hier, ja. 274213C. Bitte? Die Zentral fragt, ob wir unseren Animateur schon heute Abend haben wollen. Ja, aber gewiss ja, doch, wir haben voll bezahlt, vom ersten bis zum letzten Tag. Und so lange wird er auch voll genutzt. Was soll ich sagen? Er soll kommen, möglichst rasch. Ja, bitte, ab heute und möglichst rasch. Danke. Kommt gleich. Du, Rudi, ist es ein Mann oder eine Frau? Ja, weiß ich doch nicht. Sag mal, wo wohnen eigentlich die vielen Animateure? Von denen muss es ja in jedem Zentrum Tausende geben. Das weiß ich doch nicht. Wie hieß jetzt gleich unser Urlaubsort im letzten Jahr in Manöver 2? Also mir liegt der Name die ganze Zeit schon auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Ja, sag doch mal. Ja, denk doch mal. Ha, jetzt hab ich's. Citra. Citra 37. Siehst du nach, ja, von wegen Citra. Chitta heißt das. Beides falsch, ihr Schlaumeier. Wir waren in Chitta 37. Città ist italienisch und heißt Stadt. Und der Schlaukopf. Ja, zum Glück für euch Sprachgenies führen alle 90 Touristenzentren in Manöver 2 diesen Namen. Und wenn ich schon mal dabei bin, in Manöver 1 heißen die Zentren Holiday Centers und hier in Manöver 3 heißen sie... Herr Fortuna! Und wir wohnen jetzt hier in Fortuna 52. Sag mal, hältst du einen für doof? Wie kommst du bloß auf sowas, Rudi? Übrigens wohnen wir hier nicht in Fortuna 52, sondern in Fortuna 53. Ah, aber das sind natürlich alles nur Kleinigkeiten für euch. Pedant. Ja, wenn ich mich nicht um alles kümmern würde. Das ist typisch, Vater. Er muss immer das letzte Wort haben. Naja, du lassen wir ihm die Freude, Rudi, ja, nicht? Wenigstens im Urlaub. Hoffentlich kriegen wir einen qualifizierten Animateur. Wenn ich an diese Riesenpleite vor 3 Jahren denke. Ja. Der Kerl hatte doch nicht eine einzige brauchbare Idee und das 3 lange Wochen lang. Eine grandiose Unverschämtheit war das. Aber abgesehen von diesem Nichtskönner konnten wir allerdings in den letzten Jahren mit unseren Animateuren recht zufrieden sein. Mhm. Ja, sag mal, erinnert ihr euch noch, wie er uns in seiner Hilflosigkeit ständig mit dem teuren Rat in den Ohren lag, wir sollten doch hin und wieder ein Buch lesen? Ja! Haben wir wieder einen ganz für uns allein gebucht? Aber sicher, ja, Rudi, ob, wie Junge. Immer. Gruppenanimation bringt doch nichts. Da haben dein Vater und ich so unsere Erfahrungen. Die Sache ist zwar erheblich teurer, aber dafür hat man keine Massenbehandlung. Ach, das wird er schon sein. Rudi, mach bitte auf. Schon wieder ich. Na, nun geh doch schon. Ja. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Mein Name ist Maurer, Dr. Maurer. Ich bin in den kommenden 3 Wochen Ihr Animateur. Ach, zu mauern hätten wir ihn nicht. So, Rudi! Sehr nett, Herr Dr. Maurer. Sogar einen Doktor haben wir bekommen. Womit haben wir denn das verdient? Egon, komm doch mal her. Ja. Das ist Herr Dr. Maurer, mein Mann. Guten Tag, Herr Steiner. Freut mich sehr. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Ja, jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen mit dem Urlaub. Bitte, bitte, setzen wir uns doch. Ja. Vielen Dank. Danke sehr. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Unsere Flaschenbar ist noch gefüllt. Nein, vielen Dank. Nicht im Dienst. Gar nie? Nur bei ganz besonderen Gelegenheiten. Ich bin kein Freund von Alkohol. Na, was für einen Eindruck haben Sie von Fortuna 53? Gefällt es Ihnen hier? Tja, Herr Doktor, wir sind eben erst angekommen. Na, und wie fühlen Sie sich? Mich interessiert Ihre augenblickliche Gefühlslage. Sind Sie bereit? Wie? Ja, ich habe Sie nicht verstanden. Ich verstehe Sie sehr gut, Herr Dr. Maurer. Selbstverständlich sind wir bereit. Sehr sogar. Das freut mich. Wozu bereit? Mit mir ist heute Abend nicht mehr viel anzufangen, das sage ich gleich. Rudi. Erstmal auspacken und dann pennen. Ich wünsche mir, dass Sie bereit sind, sich mir und meiner Arbeit voll zu öffnen. Ja. Nur so können wir zusammen zum Erfolg kommen. Ich denke, wir fangen gleich an. Sie sind jetzt im Urlaub und das ist herrlich. Tauchen Sie tief in dieses eine Gefühl ein. Seien Sie darüber glücklich, sehr glücklich. So glücklich, wie es Ihnen überhaupt nur möglich ist.
Nun spüren Sie das Gefühl tiefen, warmen Glücks schon, das in Ihnen aufzusteigen beginnt, Herr Steiner? Ja, ja doch, ja, ja, es kommt. Ich denke, es ist im Kommen. Ja. Nun, dann teilen Sie uns dieses Gefühl mit, Herr Steiner. Bringen Sie es zum Ausdruck, auf Ihrem Gesicht, mit Ihrem ganzen Körper. Geben Sie sich diesem herrlichen Glücksgefühl hin. Sie sind im Urlaub, traumhafte Tage liegen vor Ihnen. Der Alltag ist in weiter, weiter Ferne. Seien Sie glücklich, seien Sie unendlich glücklich. Verzeihen Sie, ich mache nie einen euphorischen Eindruck. So. Ja, als Kind war ich schon ziemlich introvertiert. Ach. Ich freue mich bestimmt sehr, ja, aber... Meine Frau kann das besser. Silvia, versuchst du es doch mal, bitte. Ja. Nun, Frau Steiner? Ich könnte aus der Haut fahren vor Glück. Dieser Urlaub wird riesig. Gut, gut. Irrsinnig glücklich fühle ich mich. So, ja. Ich könnte Bäume ausreißen und... Am liebsten würde ich euch alle drei abküssen, vor Freude. Frau Steiner, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ihre Gefühlsäußerungen sind zwar noch ein wenig verkrampft, etwas künstlich, etwas so aufgesetzt, ja. aber das kriegen wir schon hin. Sie hat fast die gleiche Show abgezogen wie im letzten Jahr. Hat das gemerkt? Halt den Mund, Junge. Wissen Sie, Herr Doktor, meine Frau war schon immer eine gefühlsbetonte Person. Ja, Gegensätze ziehen sich an, so sagt man doch. Sagen Sie, soll ich noch eine Weile... Weiter üben? Nein, nein, Herr Steiner, wir wollen nichts überstürzen. Wichtig ist mir vor allem, dass meine Klienten am Tag der Ankunft entspannt und reizhungrig sind. Alles andere kommt dann von selbst. Wir haben doch schließlich noch 3 Wochen Zeit, nicht wahr? Was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Oh, 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 welch fatales Wort dringt an mein Ohr. Langeweile ist der Todfeind eines jeden Animateurs. Er muss ihn Tag und Nacht bekämpfen. Also, meine Herrschaften, ich schlage vor, wir machen erst einmal ein Spiel miteinander zum Kennenlernen und zum Entspannen. Darüber hinaus fördert es die Konzentration. Kennen Sie Mikado? Ja, Mikado? Ist das das mit diesen dünnen Stäbchen, die nicht wackeln dürfen? Sehr richtig, Frau Steiner. Ah, ja. Ich verwende dieses alte Spiel besonders gerne als Einstieg, sozusagen als Ouvertüre für meine Animationsarbeit. Es hat sich übrigens bestens bewährt. Ja. Ich trage es deshalb immer bei mir. Ja. Wissen Sie, ich habe zwar 2 linke Hände, aber... Ich bin kein Spielverderber. Das ist gut. Und du, Rudi? Deine Mutter platzt ohne dich schon vor Begeisterung. Ja, von mir aus, wenn es sein muss. Ach, komm, spiel doch ruhig mit. Er hat eine außergewöhnlich ruhige Hand, Herr Dr. Maurer. Sie werden das sehen. Wollen Sie bitte anfangen, Frau Steiner? Ja, Silvia, fang du an, bitte. Also, Ihr Wunsch ist mir Befehl. So. Nun los. Ach, du meine Güte, ein richtiges Chaos. So, Silvia, du musst schön systematisch vorgehen. Ja. Und ganz locker bleiben. Ruhig. Oh, Sie sind ja ein perfekter Psychologe, Herr Steiner. Ja, ja. Wozu brauchen Sie denn überhaupt einen Animateur? Jetzt. Ach, Mist. Gewackelt. Jetzt komme ich dran. So, dann geben wir mal die Stäbchen zu Rudi rüber. Ja. So, haben wir sie alle. Da ist noch einer. So, bitte, Rudi. Ja, die Würmer. Ja, ganz ruhig bleiben, Rudi. Ganz ruhig. Boah. Verdammter Dreck. Ich werf nochmal. Ja, bitte. Als Programm für morgen schlage ich einen ausgedehnten Strandtag vor. Baden, faulenzen, die Psyche entschlacken. Platz schaffen für die vielen Reize des Urlaubs, die auf Sie warten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Silvia, sag mal, ob es nicht besser ist, wenn wir bis übermorgen, ich meine, ob wir überhaupt ein Gesamtprogramm oder so... Was also davon halte ich gar nichts, Herr Steiner. Sehen Sie, es ist weit effektiver, jeweils kurzfristig sozusagen nach der aktuellen Grundbefindlichkeit Ihrer Familie zu entscheiden. Ach so. Sie haben unser volles Vertrauen. Ich danke Ihnen dafür, Frau Steiner. Und ich verspreche Ihnen, dass ich alles tun werde, also um jetzt dieses... jetzt hast gewackelt, du. Um dieses Vertrauen Rudi, nicht... Um dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Du, am Spiel liegt's nicht, mein Lieber. So, ich glaube, wir sollten uns jetzt lieber alle voll auf unser schönes Mikado-Spiel konzentrieren, nicht wahr? Ja. Sein Nutzen ist sonst nur die Hälfte wert. Wer ist denn an der Reihe? Ja, Egon. Ja, ich glaube, ich bin Steiner. Jetzt da. So. Haben Sie alle? Da. Sagen Sie, wie funktioniert das noch gleich? Ganz einfach, Herr Steiner. Locker halten und fallen lassen. So, ja. Also, Achtung. Hau. Hopp. Ach, immer gleich so doll, Egon. Hoffentlich bringt unser Herr Animateur seine Stäbchen nicht auch an den Strand mit.
Wann kommt denn der überhaupt? Er müsste eigentlich schon hier sein. Ich werf mich mal ins Wasser. Mir wird's zu heiß hier. Stopp, Rudi, stopp. Erst bindest du dir dein Sendegerät um den Arm. Und lass es bitte schön eingeschaltet, solange du weg bist. Ich habe keine Lust, dich stundenlang suchen zu lassen, wie vor 3 Jahren. Ja, ja, gib her. Aber frag mich nicht dauernd, wo ich bin. Ich bin kein Kind mehr. Du, das ist bestimmt unser Animateur. Der sucht uns. Ja, meinst du? Hier, 27, 42, 13a. Bitte kommen. Hier Dr. Maurer. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Würden Sie mir bitte Ihren genauen Standort durchgeben? Ja, Moment. Silvia, schau doch mal nach, in welcher Zone wir liegen. Du, dort drüben, das ist eine Markierung. Moment, darf ich bitte durch? Danke. Entschuldigen Sie. Ah. Danke. Egon, Zone M3. Bitte? Ich verstehe dich nicht. Ihre Frau meinte Zone M3. Herzlichen Dank, Herr Nachbar. Meine Ohren sind nicht die besten. Wir liegen in Zone M3, Herr Dr. Maurer. Bin gleich da. Ende. Sagen Sie mal, ist das hier Animateur? Unser Animateur, ja. Fehlt bloß noch, dass Sie uns fernsteuern, was? Fernsteuern? Wieso? 27, 27. Hören Sie. Warten Sie 7 Minuten und 30 Sekunden. Dann legen Sie sich auf den Bauch, 4 Minuten. Dann legen Sie sich auf die rechte Seite, 3 Minuten und so weiter. Entschuldigung. So. So, vielen Dank, Entschuldigung. Was ist denn das für ein merkwürdiger Typ? Halten Sie es etwa nicht für eine gute Sache, dass jeder Urlaubsgast ein Sendegerät tragen soll? In allen Urlaubszentren wird das seit vielen Jahren mit großem Erfolg praktiziert. Ja, ja. Na, vor allem für Familien mit Kindern ist das eine sehr große Erleichterung. Ah, du, unser Animateur hat Schwierigkeiten mit der Ordnung. 27, 42, 13a. Bitte kommen. Papa, komm schnell. Mich wollen zwei Kerle verhauen. Egon. Ich kann jetzt hier nicht weg, Rudi. Wozu hast du eigentlich 4 Jahre lang Nahkampftechniken geübt? Ende. Landgraf werde hart, hm? Sagen Sie mal, darf ich Sie mal was fragen, Herr Nachbar? Ja, wenn die Frage nicht zu schwer ist. Gefällt es Ihnen hier eigentlich? Hören Sie mal, Sie stellen Fragen. Natürlich gefällt es uns. Sonst wären wir ja wohl nicht hier. Wir fahren jedes Jahr ans Meer. Ans Meer? Davon hatten unsere Vorfahren aber noch ganz andere Vorstellungen. Das ist ein unangenehm aufdringlicher Mensch, Egon. Lass ihn doch. Der muss ausgerechnet neben uns. Wie meinen Sie das? Wieso sagen Sie, ist der Aufenthalt an diesem mit Salzwasser gefüllten Riesentümpel, das wirklich ein Erlebnis für Sie? Diese Künstlichkeit, diese Naturferne, also unsere Urgroßeltern würden sich doch im Grab herumdrehen, wenn sie uns hier liegen sehen könnten. Nee, das ist für mich. Ja. Nein, das ist für mich. Wer will denn jetzt was von mir? Gib mal her. 27, 42, 13b. Bitte kommen. Hallo Süße, du siehst so richtig knackig aus. Na, wie wärst du mit uns beiden? Blöder Hund. Was für Töne? Woher hat denn dieser Kerl meine Nummer? Du, der muss ganz in der Nähe liegen. Der hat das mitgekriegt, als du unsere Nummer durchgegeben hast, Egon. Meinst du? So eine Unverschämtheit. Haben denn solche Typen nichts Besseres zu tun? Das sind die Segnungen der Technik, die ich war. Also, ich kann Ihnen hoch und heilig versichern, dass ich es nicht war. Sie hat ja auch niemand beschuldigt. Muss sie doch so sehr darunter leiden, dass sie am Strand von Manova 3 liegen müssen. Ach, Sie sagen es. Na, und was passt Ihnen hier eigentlich nicht? Warum müssen Sie dieses wunderschöne Milieu, diese Welt, in der jedes Jahr viele Millionen Menschen glücklich sind, mies machen? Glück nennen Sie das? In dieser sterilen Kunstwelt Urlaub zu machen? Strafe sollte man das besser nennen. Nur aber langsam, Herr Nachbar, ja? Auch Sie werden doch hoffentlich zugeben, dass uns hier echte Sonne auf dem Bauch scheint. Na. Oder sonst wohin. Und dass es sich hier um echtes, glasklares Meerwasser und um echten, weißen Sand handelt. Eben. Und dass hier ein herrliches, angenehmes Lüftchen weht. Ja, 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 Sie haben ja recht, haben gewonnen. Unsere Techniker haben das in der Tat geschafft. Alles funktioniert. Hervorragend in diesem Milieu. Seegang, Wind, Wetter, alles voll im Griff. Ja, mich friert.
selbst bei dieser Hitze hier in dieser Urlaubslandschaft. Ich kann es kaum erwarten, dass man mit einer neuen technischen Wundertat auch die Menschen hier durch was Perfekteres ersetzt. Also jetzt reden Sie doch nicht so lästerliches Zeug daher. Sie machen aber auch vor gar nichts halt. Das geistesgestört, Egon. Wie können die nur solche Leute hierher fahren lassen? Das ist die Freiheit, das ist die Freiheit. Also komm, Egon, wir gehen jetzt baden. Hallo, hallo. Endlich habe ich Sie gefunden. Selbst wenn man Mauer im richtigen Quadrat steht, braucht es eine Zeit, bis man sein Ziel ausfindig gemacht hat. Vielleicht sollte man die Strandaufteilung noch etwas präziser gestalten. Ja? Aber ich will Sie nicht mit organisatorischem Kram langweilen. Nun, wie ich sehe, wollten Sie sich gerade in die Fluten stürzen. Meinen Sie, das wäre nicht... Ich meine, wir könnten Sie auch wieder hinlegen. Wir dachten nein, nur... Nein, gehen wir doch. Sie wundern sich wohl darüber, warum ich eine Videokamera mitgebracht habe, ja? Was? Ja, Sie werden Ihre Gründe haben, Herr Dr. Maurer. Sie sagen es, Herr Steiner. Wissen Sie, ich filme ein bisschen um Sie herum. Und heute Abend schauen wir uns die Sache dann gemeinsam an. Was? Sie filmen uns? Exakt, ja, gnädige Frau. Ich beobachte ein wenig Ihr Verhalten, schnüffle mit der Kamera um Sie herum und versuche, mir ein Bild von meinen drei Schutzbefohlenen zu machen. Ja, das hilft mir sehr, mein Animationsprogramm optimal auf Ihre Familie abzustimmen. Aber wissen Sie, die Videomethode ist aus unserem Beruf ja gar nicht mehr wegzudenken. Sie waren doch letztes Jahr in Marnova 2. Ja. Hat denn mein Kollege Sie nicht angewendet? Das war eine Kollegin. Ach so. Sehr nett, sehr kompetent. Sie hat Doch. Ja, die war sehr nett. Sie hat uns hin und wieder fotografiert. Hübsche Schnappschüsschen hat sie gemacht. Schnappschüsschen. Ja, alle Achtung. Wirklich. Ja, das ist nicht dasselbe, Herr Steiner. Im Momentchen, bitte. Och, haben Sie jetzt etwas schon gefilmt? Ich bin doch ganz zerzaust. Das wird erst heute Abend verraten, Frau Steiner. Ja, das kann man. Jetzt aber hinein in die Wellen. Ach, bitte dürfen wir mal durch. Dürfen wir bitte durch. Hallo Sigurd, wie lange hast denn du Dienst heute? Weißt du, in den nächsten drei Wochen habe ich keine freie Minute. Kommen Sie doch bitte hier lang, Frau Steiner. Du sag mal, hast du dieses blöde Grinsen von unserem verrückten Nachbarn gesehen? Lass ihn doch. Vielleicht ist er nur neidisch auf uns, weil er keinen eigenen Animateur gehabt hat. Auf die Filmverführung heute Abend bin ich immer sehr gespannt. Eine originelle Idee von unserem Dr. Maurer. Licht aus, bitte. Danke, Rudi. So. Haben Sie denn schon gefilmt? Ich bin doch ganz zerzaust. Die eitle Frau Steiner. Ein äußerst wertvolles Dokument. Wieso denn? Aha, jetzt bin ich dran. Guck mal, der Vater. Der Dr. Maurer hat mich beim Dummheitenmachen ertappt. Jetzt hör doch mit der verdammten Spritzerei auf, Egon. Sonst fängst du eine vor allen Leuten. So bist du, liebe Mutter. Immer gleich deftig drohen. Und dein Gesicht macht sie wie eine Furie. Das ist mir heute Mittag gar nicht aufgefallen. Ich wäre sonst bestimmt vor Schreck zu Stein erstarrt. Ich kann eben die Spritzerei auf den Tod nicht leiden. Das wisst ihr beiden ganz genau. An Ihnen, liebe Frau Steiner, müssen wir noch ziemlich hart arbeiten, bis wir aus Ihnen einen rundum perfekten Urlaubsmenschen gemacht haben. Da, sehen Sie sich auch hier beim Baden Ihr Gesicht an. In keiner Situation sind Sie locker, gnädige Frau. Auch Ihre gesamte Körperhaltung drückt diese innere Verkrampfung aus. Sehen Sie? Sehen Sie, wie steif und linkisch Sie aus dem Wasser herauskommen? Wie eine Ente. Auch Sie, Herr Steiner, haben noch längst nicht die richtige Haltung und die richtige Einstellung. Oh. Sehen Sie, wie düster und böse Sie in die Runde blicken? Bitte, sehen Sie. Sie haben sogar die Fäuste geballt. Da hat mich kurz vorher irgendjemand mit Sand beworfen oder so. Ist ja klar, dass man da so nicht hält. Also das sind wir aber nicht. Nein. Sehen Sie sich diese Szene trotzdem genau an, meine Herrschaften. Ich habe sie absichtlich ausführlich gefilmt. Als eine Art Modell. Die benehmen sich wie besoffene Freispielringe. Unmöglich. Oh, diese Spa ist alles andere als alkoholisiert. Es ist rundum zufrieden mit sich und der Welt. Trunken vor Glück, wenn Sie so wollen. Gesichtsausdruck und Körpersignale der beiden weisen auf eine ideale Urlaubsstimmung hin. Davon ist unsere Familie Steiner aber noch sehr weit entfernt. Solches Geschlingel, Gestrampel und Gequietsche liegt mir nicht. Das wäre mir einfach peinlich von den Leuten. Es kommt eben drauf an, wer mit wem strampelt, nicht wahr, Mama? Rudi! Du sollst ein freches Mundwerk halten, Junge! Sonst werden andere Seiten auf. Und da haben wir wieder das Ehepaar Steiner im Bild. Nun spüren Sie den enormen Kontrast zu dem anderen Paar? Der Einzige, der einigermaßen ausgeglichen ist, ist Ihr Sohn. Na bitte. Aber auch Rudi ist noch ziemlich verschlackt. Und die Auswirkungen der Schule. Ganz richtig. Das gibt sich allerdings rasch. So, das wär's fürs Erste. Bitte Licht. Rudi, Licht. Ah, Moment. Ich bin ja nicht kein Sprint heute. Danke, Rudi.
Analysieren wir jetzt? Nein, ich halte nichts von zu viel Analyse, liebe Frau Steiner. Sie sollen eine Woche lang jeden Abend mit mir zusammen auf dem Bildschirm beobachten, wie Sie sich tagsüber da und dort verhalten haben. Wir sprechen dann kurz darüber, überlegen uns Korrekturmöglichkeiten und versuchen, die dann am anderen Tag anzuwenden. Mhm. Ja, das ist sehr wichtig. Auf diese Weise werden wir äußerst feinfühlig für Verhaltensäußerungen, die uns sonst überhaupt nicht auffallen würden. Aufgrund dieser Sensibilisierung Ihres psychischen und physischen Apparats wird es uns dann gelingen, Sie drei in die richtige Richtung zu steuern. Ja, und nun, für morgen schlage ich eine Segelpartie vor. Aus meinen Unterlagen habe ich ja gesehen, dass Sie segeln können. Ja. Klasse! Ja, alle einverstanden. Ja. Ihr Wunsch soll uns Befehl sein. Ausgezeichnet, Herr Steiner. Ich werde alles Nötige arrangieren. Ich denke, wir treffen uns morgen früh um 9 Uhr am Yachthafen 4. Mhm. Oh, fast hätte ich es vergessen. Welchen Schwierigkeitsgrad wählen wir denn, Herr Steiner? Die Preise sind für alle Zonen gleich, aber das ist Ihnen ja wohl bekannt. Ja, ja, also im letzten Jahr in Manöver 2... Sehen wir, da sind wir in Zone B gesegelt. Ja, ja, Zone B. Das war ziemlich flau, stimmt's? Es war furchtbar langweilig. Rudi. Ja, gut, viel zu flau. Nun gut, versuchen wir es dieses Mal. Leichte Steigerung. Versuchen wir es mit Zone C. Also wenn schon, Herr Dr. Maurer, dann können wir es doch gleich in Zone D versuchen. Auf diese Weise kommen wir bestimmt noch schneller in Schwung. Wir sollen nicht zu viel riskieren, liebe Familie Steiner. Zone D liegt nur 2 Stufen unter schwerem Sturm. Ach, macht das? Nein, Gefahr und Angst liefern keine ideale Motivation für ein qualifiziertes Urlaubsverhalten. Ja, klasse. Wir segeln in D. Ja. Was meinst du, wenn ich das meinen Kumpels zu Hause erzähle? Also ich bin auch für Zone D. Was soll uns denn passieren? Schließlich haben wir unseren Animateur dabei für alle Fälle. Nein. Nein, meine Herrschaften. Wir können ja schwimmen. Ich kann aber nicht segeln, gnädige Frau. Ich muss Sie leider enttäuschen. Nein? Ja, wenn Sie alle wollen. Also gut. Gut, ich liefere mich Ihnen aus. Ja, das finde ich prima. So, das wäre das Teilprogramm für den morgigen Tag. Und den Rest des Abends heute werden wir mit Entspannungsübungen verbringen. Sie haben selbst gesehen, wie bitter nötig wir das haben. Ohne Entspannung werden wir nicht zum Erfolg kommen. Wir legen uns dazu auf den Rücken. Ja, jetzt gleich? Ja, selbstverständlich, liebe Frau Steiner. Bitte legen Sie sich auf den Teppichboden. Das hier im Zimmer? Ja, natürlich, Herr Steiner. Den Teppich? Du bitte auch, Rudi. Wir legen uns, Rudi. Wir legen uns jetzt auf den Rücken. Ja, aber langsam. Ja, natürlich, ich warte, ich warte. Ich bin ganz steif. Liegen Sie auf dem Rücken, dann winkeln wir die Beine an und lassen... Bitte winkeln Sie die Beine an und lassen die Arme ganz locker neben dem Körper liegen. Ganz ausgestreckt, Herr Steiner. So. Und jetzt atmen wir ganz tief und langsam ein. Und, meine Herrschaften, versuchen Sie an gar nichts zu denken dabei. Gönnen Sie Ihrem strapazierten Hirn ein wenig Urlaub. So ist's gut. Ist das schön, was? Oh, Junge, das ist ein Wunderschön. Hey, wir sitzen ganz schön. Die starke Brise. Vorsicht, der Baum. Nächstes Kind, Rudi. Du darfst doch den Baum nicht einfach loslassen. Denk dich da nicht so auf. Alles in Ordnung, Herr Doktor. Alles in Ordnung, Herr Steiner, vielen Dank. Ich habe doch recht, sein Gefühl. Meine Herrschaften, wir dürfen nicht mehr weiter in diese Richtung segeln. Wir sind schon ziemlich nah an der Sturmzone. Das ist ein schönes Wasser. Sie müssen Ihr warmes Boot in Ordnung, Herr Steiner. Wir passen schon auf, Doktor. Wir sind doch keine Anfänger. Nein, nein, besonders in den Übergangszonen können sich sehr heimtückische und gefährliche Turbulenzen bilden. Damit wären wir schon fertig. Verlassen Sie ganz auf uns. Hören Sie doch mal, wir müssen unbedingt in unsere Zone kommen. Den Maschinen in Zone E und F ist nicht zu spaßen. Ja, ja. Die Höhen, die die produzieren, sind ein kleines Boot nicht zu passen. Hey, noch ein bisschen weiter rauf. Ja. Wie viel gibt es eigentlich von den Dingern? Wie bitte? Wie viele Windmaschinen meinst du? Das weiß ich nicht genau. Ein paar hundert, denke ich. Hey. Stehen die alle auf die Insel wie die da drüben? Nein, nein, ein Teil ist auch rings um die Küste aufgestellt. Man kann sie nach allen Seiten schwenken. Ja, ich weiß, wie die funktionieren. Das haben wir in Physik durchgenommen. Auch wie die Meeren gemacht haben. Vorsicht! Alles ist schwierig! Ich habe gewarnt, ich habe gewarnt!
Das war bodenlos Erleichterung. Jetzt hängt ihr mitten in der Schlachtzone. Kann man denn die Maschinen nicht etwas schwächer stellen? Ja! Nein, so einfach ist das nicht. Warum nicht? Das ist auch nur im äußersten Notfall erlaubt. Diese Maschinen kommen nur sehr langsam wieder auf Tour. Ja, die muss man schwächer stellen. Mensch, wir kippen gleich um. Wir müssen rüber. Dann sind die Wellen gestartet. Und legen wir zum Ruder. Ja, dann wird das Ruder aus der Hand. Hey. An, das Ruder ist kaputt. Um Gottes Willen. Was macht ihr denn jetzt? Keine Panik, meine Herrschaft, ich gebe einen Notruf. Hab ich dich gewarnt, mit E und F ist nicht zu spaßen, hat man mir immer wieder gesagt. Zentrale, Zentrale, hier 3004, hier 3004, willkommen. Zentrale, Zentrale, ja, wir sind in die falsche Segelzone geraten. Wir sind in Seenot, ja, in Seenot. Standort zwischen Fortuna 52 und Schiffo 50. Ja. Lassen Sie sofort die Stromproduktion von Zone E und F einstellen. Ja, leise bitte. Ja, abstellen, rasch, Ende. Mensch, wie weit ist denn das bis zu dieser blöden Küste? Weit und breit ist doch überhaupt noch nichts zu sehen. Das schaffen wir doch nie. Bitte keine Panik, meine Herrschaften. Die fahren ja die Maschinen zurück. Halt aus! Gleich wird es vorbei sein. Moment. Einen Augenblick. Bitte. Merken Sie es, der Sturm flaut schon an. Ja, Gott sei Dank. Also so hätte ich mir stellt euch vor, wenn das ein echter Sturm gewesen wäre. Ich hätte für nichts mehr garantiert. Das war klasse, richtig spannend. Na. Sie hätten auf mich hören sollen. Haben Sie eine Urlaubsversicherung abgeschlossen, Herr Steiner? Hast du? Ja, natürlich. Alles inklusive. Ja, wie gut. Vom verstauchten Fuß bis zum versenkten Segelboot. Warum? Warum? Ich meine, weil... wissen Sie, der Stopp der Windmaschinen wird ziemlich teuer. Ach, die sollen ruhig mal zahlen. Seit Jahren zahle ich ein. Und noch nie war was los. Ja. Da vorne, da kommt ein Schiff. Ich glaube, die wollen zu uns. Schade, Sie haben überhaupt nichts gefilmt, Herr Doktor. Auch das noch, meine Kamera ist weg. Ach, nichts als Aufregung, überhaupt nichts als Aufregung. Mein Gott, bin ich froh, wenn wir endlich erst wieder am Strand sind. Ach, das tut einem richtig gut, im heißen Sand zu liegen. Ja. Nach dieser Aufregung von heute Morgen. Geht mir ganz wie Ihnen, gnädige Frau. Kommen Sie, setzen sich zu mir, Herr Doktor. Oh, vielen Dank, Frau Steiner. Sehen Sie, wie meine Hände noch zittern? Ach, tatsächlich. Ja, man sollte es nicht glauben. Nur ein paar Kilometer dort draußen bläst ein solcher Sturm. Ha, wird ein Sturm geblasen, Egon. So ist es richtig. Ja. Und hier am Strand weht eine angenehme, leichte Brise. Ja, auch die Wellen haben genau die richtige Höhe zum Baden. Wenn ich an diese Wellen da draußen denke, die uns geschaukelt haben. Unsere Schuld, Frau Steiner. Selbst die perfekteste Ordnung ist gefährdet, wenn man leichtsinnig die Vorschriften missachtet. Nein. Aber reden wir nicht mehr. In der Tat, perfekte Leistungen sind das. Diese Meere. Bis ins letzte Detail durchdacht. Ich darf Ihnen versichern, es war nicht einfach, diese Harmonie in der Organisation von Marnova zu erreichen. Das geht. Eine Heidenarbeit, liebe Frau Steiner, für Ingenieure und auch Techniker. Aber es hat sich gelohnt, nicht wahr? Tja, allerdings. Mutter Natur kann sowas nicht. Sie ist dagegen unbeweglich und eintönig in ihrem Angebot. Ja, und unberechenbar. Du brauchst nur an heute Morgen zu denken. Ein Natursturm lässt sich nicht abstellen. Nein, gewiss nicht, liebe Frau Steiner. Deshalb wollen wir ihn in Manova auch gar nicht haben. Der Vorteil ist, dass hier alles exakt auf die Bedürfnisse des Touristenmenschen zugeschnitten ist. Es ist sozusagen ein Meer von Menschen für Menschen. Ach, das haben Sie schön gesagt, Herr Dr. Maurer. Vielen Dank, liebe Frau Steiner. Meere von Menschen für Menschen. Deshalb kommen auch alle so gerne hierher. Also hier stimmt doch wirklich alles. Herrlich klares, nicht zu salziges Wasser, wunderschöne weiße Strände, garantiert schönes Wetter und für jedes Hobby der geeignete Wind. Oder Sturm. Ein Paradies eben, von dem unsere Vorfahren nur träumen konnten. Alle Urlaubsfreuden auf engstem Raum verfügbar. Das ist der entscheidende Fortschritt.
Ständig, ja, wirklich. Und Egon, noch etwas. Der unentbehrliche Cicerone durch dieses Schlaraffenland ist unser Doktor. Ja, wirklich. Ohne Sie und Ihre vielen Kollegen wären die Touristen überhaupt nicht in der Lage, diese faszinierende Welt hier voll auszukosten. Die Animateure öffnen uns erst die Augen. Zu viel des Lobes, liebe Frau Steiner. Sie machen mich ja ganz verlegen. Ach, nicht doch. Ach, ich möchte mir wünschen, dass alle meine Klienten so angenehme, so sensible Partner wären wie Ihre Familie. Ja? Doch, wirklich. Unser Beruf ist oft kein Honigschlecken, das dürfen Sie mir glauben. Das glaube ich. Es gibt halt solche und solche Menschen. Das ist wahr, das ist wahr. Der irre Typ da zum Beispiel von gestern da am Strand, der uns da mit seinem blöden Geschwätz auf die Nerven gefallen ist. Also der hätte selbst am lieben Gott herumgenörgelt. Nichts, überhaupt nichts war dem recht hier in Manova. An allem hatte der was auszusetzen. Ja, komische Kreuze findet man überall. Vielleicht hat er dich auch nur auf den Arm nehmen wollen, Silvia. Wieso, warum denn nicht? Du hast dich doch auch über sein dummes Gerede geärgert. Mich friert bei dem Anblick dieser naturfernen, technischen Wunderwelt. Ich warte nur darauf, dass man auch den Menschen bald durch etwas Perfekteres ersetzt. Ja. Hoffentlich liegt der Kerl nicht nochmal neben uns. Sie haben sich nicht zufällig die Nummer dieses Herrn gemerkt? Nein, wir kennen weder seinen Namen noch seine Nummer. Aber das Gesicht, das habe ich mir genau eingeprägt. Ja, das Gesicht nützt uns wenig, liebe Frau Steiner. Vergessen Sie nicht, dass in Fortuna 53 derzeit rund 100.000 Menschen urlauben. Ja, aber in unserem Strandquadrat lagen ja höchstens 500 ja. Leute. Niemand ist gezwungen, immer dieselbe Strandzone aufzusuchen, Herr Steiner. Die persönliche Freiheit des Marnova-Touristen ist uns oberstes Gebot. Aber wenn Sie es wünschen, können wir uns mal umschauen nach dem Kerl. Nein, nein, nein. Bitte belasten Sie sich doch nicht mit solchen Lappalien. Sie sollen sich auf den totalen Urlaub vorbereiten. Alles andere ist im Augenblick noch Nebensache, liebe Frau Steiner. Wie Sie wünschen, Doktor. Ja, was machen wir morgen, Kinder? Ja. Seien Sie doch nicht so sprunghaft, Herr Steiner. Konzentrieren Sie sich stets auf den Augenblick. Warum in die Ferne schweifen Sie? Das Gute liegt so nah, nicht wahr, liebe Frau Steiner? Ach. Goethe wusste das auch schon. So, und jetzt gehen wir erst mal schön baden, bevor wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Was meinen Sie dazu? Ausschließlich dem Jetzt müssen Sie sich überlassen, sonst werden wir nie miteinander ans Ziel gelangen. Ja. Vielleicht hätte ich nicht gleich am ersten Tag diese strapaziöse Segeltour, aber ich konnte ja nicht ahnen. Ach, nun machen Sie sich doch darüber nicht länger Sorgen, Doktor. Es ist doch alles gut gegangen. Na ja, na. Irgendwie war es doch toll, hä? Ein richtiges Abenteuer. Ah, mir war es ganz schön mulmig. Sie haben es mit der Angst bekommen, wie? Wenn du deinen vorlauten Mund nicht hältst. Die ganze Zeit hockt er maulvoll herum, aber wenn er was sagt, gleich Unverschämtheit. Ach, so Unrecht hat er gar nicht, Herr Steiner. Die Situation war uns völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe selbstverständlich nichts gegen kalkulierbare Abenteuer, aber das heute Morgen. Doch, und ich trug die volle Verantwortung für diese gefährliche Überschreitung der Vorschriften. Verstehen Sie, in Marnova kann überhaupt nichts passieren, wenn sich jeder an die Vorschriften hält. Alles ist sicher im Griff, jede Eventualität bis ins letzte Detail vorauskalkuliert. Doch, es war doch ganz allein unsere Schuld. Aber nein. Wir haben Ihre Einwände buchstäblich in den Wind geschlagen. Und das wird nicht mehr vorkommen, Dr. Maurer. Ehrenwort. Ach, sprechen wir nicht mehr davon. Ach wirklich, ich muss Ihnen noch einmal sagen, Sie sind eine Familie, mit der mir die Animationsarbeit wirklich sehr große Freude macht. Sensibel, ja natürlich, verständnisvoll, einsichtig und anpassungsfähig. Wir werden einen guten Erfolg miteinander haben, davon bin ich schon jetzt voll überzeugt. Ach, jetzt gehen wir aber endlich ins Wasser. Oh ja. Ah, ja. Dürfen wir bitte mal durch? Komm, Rudi. Und heute Abend machen wir einen ausgedehnten Bummel durch unser Portofino. Und das ist... Nur in Portofino trinke deinen Vino, wenn du ein Seemann bist. Kennen Sie diesen uralten Schlager? Ja, aber, ja. Nur in Portofino trinke deinen Vino, wenn du ein Seemann bist. Denn gehst du dort vor Anker, dann wirst du gleich geküsst. Das ist romantisch. Diese engen Gässchen und diese putzigen Häuschen. Ja, wirklich. Das war wirklich eine sehr gute Idee von Ihnen, uns hierher zu führen, Dr. Maurer. Oh, vielen Dank. Ja.
Überall haben die Wäsche rausgehängt. Ja. Richtig lustig. Ich sehe, unser Portofino gefällt Ihnen. Mhm. Es ist wirklich auch eines der Schmuckstücke von Marnova 3. Originalgetreu bis ins Detail. Wenn Sie das mit alten Bildern vergleichen, werden Sie feststellen, dass die Nachbildung perfekt ist. Billig war der Spaß wohl nicht. Oh nein. Merkt man auch an den Eintrittspreisen. Sagen Sie mal, wie lange dürfen wir jetzt noch hier bleiben? Noch 63 Minuten, liebe Frau Steiner. Wir haben mit unserem 2-Stunden-Aufenthalt den teuersten Tarif gewählt. Ein echter Luxusabend ist das, Silvia. Ja, ja. Naja, ich gehe wieder runter zum Hafen, da ist mehr los. Du bleibst schön bei uns. Ich hab doch mein Sendegerät im Arm, ich finde euch schon wieder. Du bleibst hier, Herr Dr. Maurer ist für uns alle da, auch für dich. Wenn du allein badest, hat niemand was dagegen, aber sonst gehörst du zu uns, Junge, klar? Ja, ja. Ach, diese Häuschen sehen alle so alt aus. Vor allem das Hafenviertel vorhin. Das war ein echtes Kompliment für unsere Architekten und Bauleute. Die haben in der Tat fantastische Arbeit geleistet. Sie können sich vorstellen, was für eine Tüftelarbeit das ist, ein derart vielgestaltiges altes Städtchen wie Portofino zu bauen. Kunsthandwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, einfach fantastisch. Wo liegt eigentlich das echte Portofino, wenn es hier nicht ist? Mit Geografie stand unser Junge schon immer auf Kriegsfuß. Das Original liegt am Mittelmeer, lieber Rudi, in Italien. Aber du würdest es nicht mehr wiedererkennen. Unser Portofino ist jedenfalls viel schöner als die Vorlage. Warum hat man es hier nachgebaut? Ach, Junge, du stellst aber auch Fragen. Weil es, wie du siehst, herrlich romantisch ist. Und weil man mit dem alten Gemäuer nichts mehr anfangen kann. Es wäre doch schade, wenn diese Perle für immer verloren ginge. Warum kann man mit dem alten Portofino nichts mehr anfangen? Also, Junge, du kannst halt wirklich nerven. Die Sache ist ganz einfach, Rudi. Am Mittelmeer, wo das echte Portofino und noch viele andere ehemals hübsche alte Örtchen liegen, gibt es seit vielen Jahren keine Touristen mehr. Die machen viel lieber Urlaub in Marnova 1, 2 und 3. Und da haben wir uns gedacht, dass sich die Millionen Menschen, die hierher kommen, bestimmt sehr freuen würden, wenn sie diese einstigen Schmuckstücke des guten alten Mittelmeeres hier besichtigen könnten. Ergo haben wir die schönsten von ihnen originalgetreu nachgebildet. So, bist du nun zufrieden, mein Sohn? Rudi, wo gehst denn du jetzt hin? Also eben hat dir doch dein Vater gesagt, dass du immer in unserer Nähe bleiben sollst. Jetzt komm sofort hierher zurück. Lassen Sie ihn doch, liebe Frau Steiner. Er ist noch jung und schlägt halt hin und wieder über die Stränge. Waren wir denn nicht genauso? Das ist übrigens eine kurze Sackgasse, der kommt gleich wieder. Wir haben noch 47 Minuten Zeit. Warten wir doch auf ihn. Er kommt mal her, ich führe den Film in ein Freilichtkino vor. Dazu haben wir jetzt keine Zeit, Rudi. Komm bitte. Komm doch mal bitte, nur ganz kurz. Da erzählt einem ständig was vom Mittelmeer und so. Ach Junge, wir haben keine Zeit. Tun wir ihm doch den Gefallen, liebe Frau Steiner. Er soll nicht den Eindruck haben, dass wir seine Wünsche einfach ignorieren. Also gut, schön. Wir kommen, aber nur ganz kurz. Ja. In diesem Milieu kann doch kein Freilichtkino sein. Hier ist es doch viel zu eng. Ihr Sohn hat eine private Filmvorführung entdeckt, Herr Steiner. Sehen Sie da? Diese Landschaft war für Millionen Menschen das Ferienparadies. Namen wie Marbella, Benidorm, La Grande Motte sind eng verbunden mit einer Touristenepoche, unmöglich, die nicht längst wahr? Zu Ende ist. Das kennt man gar nicht mehr. Doch noch immer gibt es zahlreiche Zeugen am Mittelmeer, die von dieser fatalen Ära künden. Das kann man wohl sagen, ja. Hier ist man gerade dabei, die Ruinen einer der vielen Ferienstädte an der Adria zu entfernen. Das wurde wie auch die das sein. Es wird noch lange Jahre dauern, bis am Mittelmeer alle Touristenspuren beseitigt sind. Sagen Sie mal, wer interessiert sich denn hier noch für solche alten Hüte? Leise, liebe Frau Steiner, lassen wir den Leuten von Portofino ihre Gefühle. Und wenn sie uns noch so komisch vorkommen mögen. Heimweh war schon immer ein kurioses Phänomen. Das verstehe ich nicht. Was sind denn das für Leute? Das sind ein paar von unseren nostalgischen Gastarbeitern. Dazu müssen Sie natürlich wissen, dass sich das Personal in unserem Portofino zum Teil aus der Bevölkerung des alten Portofino rekrutiert. Fischer, Eisverkäufer, Kellner, alte Leute, die gemütlich aus den Fenstern lehnen oder vor ihren Häuschen sitzen. Also das lebendige Kolorit sozusagen. Ja, genau. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Nicht wahr? Deshalb kommt einem hier alles auf Schritt und Tritt so natürlich vor. Die Entscheidung der Anliegerstaaten, die gesamte Mittelmeerküste vor dem internationalen Tourismus zu schützen, hat den gewaltig fortgeschrittenen Zerstörungsprozess in dieser Region in letzter Minute sozusagen aufhalten können. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. An dieser Stelle
wo sich die weiten Zedern- und Pinienwälder bis hinunter an die Küste des Meeres erstrecken. Sieht das komisch aus. Ja, nach früher der Touristenmoloch Torremolinos. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum sich Ihre Gastarbeiter solch langweiliges Zeug anschauen, Doktor. Da wüsste ich was Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Diese Leute eben nicht, lieber Herr Steiner. Die schauen sich so etwas sogar ziemlich oft an. Und zwar einzig und allein eines kleinen Ausschnittes wegen, der ihren alten Wohnort zeigt. Ach, ja, erstaunlich, nicht wahr? Es mag Ihnen grotesk vorkommen, aber ein Teil der Originalbevölkerung von Portofino Alt, wie wir sagen, hängt noch so sehr an dem total heruntergekommenen Ort, dass an eine geplante Umsiedlung der Alteinwohner nie zu denken war. Die damaligen Organisatoren von Manova 3 mussten sich daher mit ihnen so einigen, dass die hier beschäftigten Portofine alljährlich wieder für einige Monate in ihr altes Nest am Mittelmeer zurückkehren würden. Nein, auf Urlaub sozusagen. Ja. Achtung, jetzt kommt die entscheidende Stelle. Passen Sie auf. Portofino, vielbesungene Perle der ligurischen Küste. Dieser Ort war einst ein Touristenmecker. Heute leben in dem alten, zum großen Teil baufälligen Häuschen noch viele einheimische Familien. Gar nicht zu fassen. Einen Flächensanierungsplan haben sie sich schon vor Generationen erfolgreich widersetzt. Sie wollen da gar nicht weg. Nein, die wollen da nicht weg. Ähnlich ist es hier in Amalfi. Einst eine Hochburg des internationalen Tourismus. So was. Warum stehen wir hier so lange rum? Mir stinkt langweilig. Ach, und wer hatte die Idee, hierher zu kommen? Wir etwa? Ich hab gedacht, es wäre was Interessantes. Man wird sich ja wohl noch irren dürfen. Psst, aber gewiss doch, Rudi. Ja, dann gehen wir also. Die eingeleitete Gesundung des Mittelmeeres und seiner Küsten von einer Krankheit, die noch vor 100 Jahren als unheilbar galt, ist ein erneuter, imposanter Beweis für den Willen und die Fähigkeit des Menschen, seiner großen Verantwortung. Ach, diese schmalen, schummrigen Gässchen. Wirklich zum Verlieben. Ja. Also ich finde Portofino viel romantischer als Djerba in Manova 2. Du auch, Egon? Na klar. Djerba war natürlich auch weit einfacher nachzubauen, nicht? Das Original oder was davon übrig ist, das liegt an einer flachen Küste mit einem flachen, sandigen Hinterland. Mhm. Haben Sie auch schon einmal Monaco in Manova 2 besichtigt? Nein. Das liegt zwischen Città 87 und 88. Ach, das können wir ja noch machen. Das war noch nicht auf unserem Animationsprogramm. In Monaco ist ähnlich gut gelungen wie unser Portofino. Ja? Vor allem das Fürstenschloss ist ständig von Touristen umlagert. Ich hab einen Mordsdurst. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Vielleicht könnten wir uns noch einen Augenblick in die Taverne dort drüben setzen. Also, der Wunsch unseres Sohnes ist uns wieder einmal Befehl. Ach, sehen Sie, da drüben ist ja noch ein Tisch frei. Ja, sehr schön. Oh, genau, ja. Vier Plätze. Ja, wunderbar. Schön. Wie für uns reserviert, nicht wahr? Ach, ist das hier gemütlich. Ja, herrlich, ja. Wie hast du Münzen? Eine Cola. Ach, das ist doch furchtbar, sonst fällt dem Jungen nichts Trinkbares ein. Immer nur dieses Dessert. Trinken wir drei noch schnell ein Glas Chianti, es ist mit dem Eintrittspreis bezahlt. Oh, einverstanden. Auch einverstanden. Eine Cola, drei Chianti, bitte, Herr Ober. Also Portofino muss ein reizendes Örtchen gewesen sein. Sie sitzen doch mitten darin, liebe verehrte Frau Steiner. Ja, ich habe mir ja nur das Original am Mittelmeer vorzustellen versucht, als das noch so eine Touristenperle war. Da schau sich einer unsere Frau Steiner an. Hat dich der Naturapostel von gestern angestellt, ne? Was soll denn der Quatsch? Na, weil du ähnlich kurioses Zeug daherredest wie der. Du lässt mich doch zufrieden, du Grobian. Aber. Fantasie war für dich ja immer schon ein Fremdwort. Oh, yeah. Wer wird sich denn an diesem wunderschönen Ort streiten? Ja. Ach, da ist auch schon unser Wein. Und Rudis Gesöff, wie sich Frau Steiner auszudrücken beliebte. Sehr zum Wohle, meine Herrschaften. Zum Wohl. Zum Wohl. Wohl. Einen harmonischen Urlaub. Rudi. Prost, Rudi. Prost. Oh, die Zentrale. Ach je, unsere Zeit ist fast um. Moment. Hier 3004, bitte kommen. Ja, verstanden, Ende.
Wie befürchtet, wir müssen sofort aufbrechen. Tut mir leid, noch 2 Minuten haben wir. Och, das ist aber schade. Kann man denn da gar nichts machen? Bedauere, hier ist alles computergesteuert. Und Computer sind unbestechlich, wie Sie ja wissen. Wir können ja in den nächsten Tagen noch einmal herkommen. Ja. Ja, das kostet zwar ein halbes Vermögen, aber... Bedauere, lieber Herr Steiner, auch das geht leider nicht. Der Andrang auf unser Portofino ist zu groß. Daher ist jede Nummer, jeder Tourist, nur einmal pro Jahr zugelassen. Die Millionen Menschen, die hier urlauben, Sie verstehen. Also ich schlafe gleich ein. So, ja. Den teuren Eintrittspreis hätten wir für dich wahrscheinlich sparen können, du. Rasch, meine Herrschaften. Wir werden gemahnt. Ja, natürlich, aber bitte beeilen Sie sich. Wenn wir nämlich nicht pünktlich durch die Sperre sind, ist eine saftige Disziplinarstrafe fällig. Das wäre dann schon die zweite. Kommen Sie bitte. Was haben wir jetzt von deiner Schnapsidee? Ja, immer bin ich an allem schuld. Also ich fand die Sache sehr amüsant. Ist das denn nicht zum Kugeln komisch, dass ich mitten in diesem wunderschönen Ort ein paar Leute in einem Hinterhof einen alten Schinken ansehe, nur weil das halb zerfallene Original Portofino, aus dem sie stammen, darin vorkommt? Ja, natürlich. Also solche Heimatliebe ist doch wirklich urkomisch. Ach, Sie bringen mich da übrigens auf eine Idee, liebe verehrte Frau Steiner. Ja? Ich könnte dieses Kuriosum in der Tat in mein Animationsprogramm aufnehmen, als Attraktion für ganz bestimmte Touristenkreise. Ja. Und was machen wir morgen? In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg-Mannheim des Süddeutschen Rundfunks hörten Sie Schöne Tage in Marnova 3 von Peter Stiegle. Die Rollen und ihre Sprecher waren Egon Steiner, Willi Semmelrogge, Silvia Steiner, Antje Hagen, Rudi Steiner, Martin Semmelrogge, Dr. Maurer, Ernst August Schäpmann, der Herr nebenan, Ludpold Müller. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Brigitte Laukwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Heute in 4 Wochen, am Mittwoch, dem 23. September... Ja, von mir aus, wenn es sein muss. Ach, komm, spiel doch ruhig mit. Er hat eine außergewöhnlich ruhige Hand, Herr Dr. Maurer. Sie werden das sehen. Wollen Sie bitte anfangen, Frau Steiner? Ja, Silvia, fang du an, bitte. Also, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Nun los. Ach, du meine Güte, ein richtiges Chaos. So, Silvia, du musst schön systematisch vorgehen. Ja. Und ganz locker bleiben. Ruhig. Oh, Sie sind ja ein perfekter Psychologe, Herr Steiner. Ja, ja. Wozu brauchen Sie denn überhaupt einen Animateur? Jetzt. Ach, Mist. Gewackelt. Jetzt komme ich dran. So, dann... Geben wir mal die Stäbchen zu Rudi rüber. Ja. So, haben wir sie alle. Da ist noch einer. So, bitte, Rudi. Ja, die Würmer. Ja, ganz ruhig bleiben, Rudi. Ganz ruhig. Boah. Verdammter Dreck. Ich werf nochmal. Ja, bitte. Als Programm für morgen schlage ich einen ausgedehnten Strandtag vor. Baden, faulenzen, die Psyche entschlacken. Platz schaffen für die vielen Reize des Urlaubs, die auf Sie warten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Silvia, sag mal, ob es nicht besser ist, wenn wir bis übermorgen, ich meine, ob wir überhaupt ein Gesamtprogramm oder so... Was also davon halte ich gar nichts, Herr Steiner. Sehen Sie, es ist weit effektiver, jeweils kurzfristig sozusagen nach der aktuellen Grundbefindlichkeit Ihrer Familie zu entscheiden. Ach so. Sie haben unser volles Vertrauen. Ich danke Ihnen dafür, Frau Steiner. Und ich verspreche Ihnen, dass ich alles tun werde, also um jetzt dieses... Jetzt hast du gewackelt, du. Um dieses Vertrauen du, nicht... Du Scheißspiel. Um dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Du, am Spiel liegt's nicht, mein Lieber. So, ich glaube, wir sollten uns jetzt lieber alle voll auf unser schönes Mikado-Spiel konzentrieren, nicht wahr? Ja. Sein Nutzen ist sonst nur die Hälfte wert. Wer ist denn an der Reihe? Ja, Egon. Ja, ich glaube, ich bin Steiner. Jetzt da. So. Haben Sie alle? Da. Sagen Sie, wie funktioniert das noch gleich? Ganz einfach, Herr Steiner. Locker halten und fallen lassen. So, ja. Also, Achtung. Hau rupp. Ach, immer gleich so doll, Egon. Hoffentlich bringt unser Herr Animateur seine Stäbchen nicht auch an den Strand mit. Wann kommt denn der überhaupt? Er müsste eigentlich schon hier sein. Ich werf mich mal ins Wasser.
Mir wird zu heiß hier. Stopp, Rudi, stopp. Erst bindest du dir dein Sendegerät um den Arm. Und lass es bitte schön eingeschaltet, solange du weg bist. Ich habe keine Lust, dich stundenlang suchen zu lassen, wie vor 3 Jahren. Ja, ja, gib her. Aber frag mich nicht daran, wo ich bin. Ich bin kein Kind mehr. Jetzt hängt ihr mitten in der Schlachtzone. Kann man denn die Maschinen nicht etwas schwächer stellen? Ja! So einfach ist das nicht. Warum nicht? Das ist auch nur im äußersten Notfall erlaubt. Diese Maschinen kommen nur sehr langsam wieder auf Tour. Ja, die muss man schwächer stellen. Mensch, wir kippen gleich um. Wir müssen rüber. Dann sind die Wellen gestartet. Rudi, geh mal zurück. Ja, dann wird das Ruder aus der Hand. Hey. An, das Ruder ist kaputt. Um Gottes Willen. Ach, was macht ihr denn jetzt? Ich gebe einen Notruf. Habe ich nicht gefangen, mit E und F ist nicht zu spaßen. Hat man mir immer wieder gesagt. Zentrale, Zentrale! Hier 3004! Hier 3004! Willkommen! Zentrale! Zentrale, ja! Wir sind in die falsche Segelzone geraten! Wir sind in Seenot! Ja, in Seenot! Standort zwischen Fortuna 52 und Schiffo 50. Ja. Lassen Sie sofort die Stromproduktion von Zone E und F einstellen. Ja, leise bitte. Ja, abstellen, rasch, Ende. Mensch, wie weit ist denn das bis zu dieser blöden Küste? Weit und breit ist doch überhaupt noch nichts zu sehen. Das schafft ihr doch nie. Bitte keine Panik, meine Herrschaften. Die fahren ja die Maschinen zurück. Halt aus! Gleich wird es vorbei sein. Moment. Einen Augenblick. Merken Sie es, der Sturm flaut schon an. Ja, Gott sei Dank. Also so hätte ich mir stellt euch vor, wenn das ein echter Sturm gewesen wäre. Ich hätte für nichts mehr garantiert. Das war klasse, richtig spannend. Nein, nein, nein. Sie hätten auf mich hören sollen. Haben Sie eine Urlaubsversicherung abgeschlossen, Herr Steiner? Hast du? Ja, natürlich. Alles inklusive. Ja, wie gut. Vom verstauchten Fuß bis zum versenkten Segelboot. Gut. Warum? Warum? Ich meine, weil... wissen Sie, der Stopp der Windmaschinen wird ziemlich teuer. Ach, die sollen ruhig mal zahlen. Seit Jahren zahle ich ein. Und noch nie war was los. Ja, ja. Da vorne, da kommt ein Schiff. Ich glaube, die wollen zu uns. Schade, Sie haben überhaupt nichts gefilmt, Herr Doktor. Auch das noch, meine Kamera ist weg. Ach, nichts als Aufregung, überhaupt nichts als Aufregung. Mein Gott, bin ich froh, wenn wir endlich erst wieder am Strand sind. Ach, das tut einem richtig gut, im heißen Sand zu liegen. Ja. Nach dieser Aufregung von heute Morgen. Geht mir ganz wie Ihnen, gnädige Frau. Kommen Sie, setzen sich zu mir, Herr Doktor. Oh, vielen Dank, Frau Steiner. Sehen Sie, wie meine Hände noch zittern? Ach, tatsächlich. Ja, man sollte es nicht glauben. Nur ein paar Kilometer dort draußen. Das war wirklich eine sehr gute Idee von Ihnen, uns hierher zu führen, Dr. Maurer. Oh, vielen Dank, ja. Überall haben die Wäsche rausgehängt. Ja. Das klingt nicht lustig. Ich sehe, unser Portofino gefällt Ihnen. Mhm. Es ist wirklich auch eines der Schmuckstücke von Marnova 3. Originalgetreu bis ins Detail. Wenn Sie das mit alten Bildern vergleichen, werden Sie feststellen, dass die Nachbildung perfekt ist. Billig war der Spaß wohl nicht. Oh nein. Merkt man auch an den Eintrittspreisen. Sagen Sie mal, wie lange dürfen wir jetzt noch hier bleiben? Noch 63 Minuten, liebe Frau Steiner. Wir haben mit unserem 2-Stunden-Aufenthalt den teuersten Tarif gewählt. Ein echter Luxusabend ist das, Silvia. Ja, ja. Naja, ich gehe wieder runter zum Hafen, da ist mehr los. Du bleibst schön bei uns. Ich hab doch mein Sendegerät im Arm, ich finde euch schon wieder. Du bleibst hier, Herr Dr. Maurer ist für uns alle da, auch für dich. Wenn du allein badest, hat niemand was dagegen, aber sonst gehörst du zu uns, Junge, klar? Ja, ja. Ach, diese Häuschen sehen alle so alt aus. Vor allem das Hafenviertel vorhin. Das war ein echtes Kompliment für unsere Architekten und Bauleute. Die haben in der Tat fantastische Arbeit geleistet. Sie können sich vorstellen, was für eine Tüftelarbeit das ist, ein derart vielgestaltiges altes Städtchen wie Portofino zu bauen. Kunsthandwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, einfach fantastisch. Wo liegt eigentlich das echte Portofino, wenn es hier nicht ist? Mit Geografie stand unser Junge schon immer auf Kriegsfuß. Das Original liegt am Mittelmeer, lieber Rudi, in Italien. Aber du würdest es nicht mehr wiedererkennen. Unser Portofino ist jedenfalls viel schöner als die Vorlage. Warum hat man es hier nachgebaut? Ach, Junge, du stellst aber auch Fragen. Weil es, wie du siehst, herrlich romantisch ist
und weil man mit dem alten Gemäuer nichts mehr anfangen kann. Es wäre doch schade, wenn diese Perle für immer verloren ginge. Warum kann man mit dem alten Portofino nichts mehr anfangen? Also Junge, du kannst ja wirklich nerven. Die Sache ist ganz einfach, Rudi. Am Mittelmeer, wo das echte Portofino und noch viele andere ehemals hübsche alte Örtchen liegen, gibt es seit vielen Jahren keine Touristen mehr. Die machen viel lieber Urlaub in Manova 1, 2 und 3. Und da haben wir uns gedacht, dass sich die Millionen Menschen, die hierher kommen, bestimmt sehr freuen würden, wenn sie diese einstigen Schmuckstücke des guten alten Mittelmeeres hier besichtigen könnten. Ergo haben wir die schönsten von ihnen originalgetreu nachgebildet. So, bist du nun zufrieden, mein Sohn? Rudi, wo gehst denn du jetzt hin? Also eben hat dir doch dein Vater gesagt, dass du immer in unserer Nähe bleiben sollst. Jetzt komm sofort hierher zurück. Lassen Sie ihn doch, liebe Frau Steiner. Er ist noch jung und schlägt halt hin und wieder über die Stränge. Waren wir denn nicht genauso? Das ist übrigens eine kurze Sackgasse, der kommt gleich wieder. Wir haben noch 47 Minuten Zeit. Warten wir doch auf ihn. Hey, kommt mal her, da hinten führen die Filme ein Freilichtkino vor. Dazu haben wir jetzt keine Zeit, Rudi. Komm bitte. Komm doch mal bitte, nur ganz kurz. Da erzählt einem ständig was vom Mittelmeer und so. Ach Junge, wir haben keine Zeit. Tun wir ihm doch den Gefallen, liebe Frau Bildschirm beobachten, wie sie sich tagsüber da und dort verhalten haben. Wir sprechen dann kurz darüber, überlegen uns Korrekturmöglichkeiten und versuchen, die dann am anderen Tag anzuwenden. Mhm. Ja, das ist sehr wichtig. Auf diese Weise werden wir äußerst feinfühlig für Verhaltensäußerungen, die uns sonst überhaupt nicht auffallen würden. Aufgrund dieser Sensibilisierung ihres psychischen und physischen Apparats wird es uns dann gelingen, sie drei in die richtige Richtung zu steuern. Ja, und nun, für morgen schlage ich eine Segelpartie vor. Aus meinen Unterlagen habe ich ja sehen, dass Sie segeln können. Klasse! Ich habe alle einverstanden. Ja. Ihr Wunsch sonst erfüllt sein. Ausgezeichnet, Herr Steiner. Ich werde alles Nötige arrangieren. Ich denke, wir treffen uns morgen früh um 9 Uhr am Yachthafen 4. Mhm. Oh, fast hätte ich es vergessen. Welchen Schwierigkeitsgrad wählen wir denn, Herr Steiner? Die Preise sind für alle Zonen gleich, aber das ist Ihnen ja wohl bekannt. Ja, ja, also im letzten Jahr in Manova 2... Sehen wir, da sind wir in Zone B gesegelt. Ja, ja, Zone B. Das war ziemlich flau, stimmt's? Es war furchtbar langweilig. Rudi. Ja, gut, viel zu flau. Nun gut, versuchen wir es dieses Mal. Leichte Steigerung. Versuchen wir es mit Zone C. Also wenn schon, Herr Dr. Maurer, dann können wir es doch gleich in Zone D versuchen. Auf diese Weise kommen wir bestimmt noch schneller in Schwung. Ja, Zone D. Nicht zu viel riskieren, liebe Familie Steiner. Zone D liegt nur 2 Stufen unter schwerem Sturm. Ach, macht das? Nein, Gefahr und Angst liefern keine ideale Motivation für ein qualifiziertes Urlaubsverhalten. Ja, klasse. Wir segeln in D. Ja. Was meinst du, wenn ich das meinen Kumpel zu Hause erzähle? Also ich bin auch für Zone D. Was soll uns denn passieren? Schließlich haben wir unseren Animateur dabei für alle Fälle. Nein, Nein, meine Herrschaften. Wir können ja schwimmen. Ich kann aber nicht segeln, gnädige Frau. Ich muss Sie leider enttäuschen. Nein? Ja, wenn Sie alle wollen. Also gut. Gut, ich liefere mich Ihnen aus. Ja, das finde ich prima. So, das wäre das Teilprogramm für den morgigen Tag. Und den Rest des Abends heute werden wir mit Entspannungsübungen verbringen. Sie haben selbst gesehen, wie bitter nötig wir das haben. Ohne Entspannung werden wir nicht zum Erfolg kommen. Wir legen uns dazu auf den Rücken. Ja, jetzt gleich? Ja, selbstverständlich, liebe Frau Steiner. Bitte legen Sie sich auf den Teppichboden. Was hier im Zimmer? Ja, natürlich, Herr Steiner. Den Teppich? Du bitte auch, Rudi. Wir legen uns jetzt auf den Rücken. Ja, aber langsam. Ja, natürlich. Ich warte. Bin ganz steif. Liegen Sie auf dem Rücken, dann winkeln wir die Beine an und lassen... Bitte winkeln Sie die Beine an und lassen die Arme ganz locker neben dem Körper liegen. Ganz ausgestreckt, Herr Steiner. So. Und jetzt atmen wir ganz tief und langsam ein. Und, meine Herrschaften, versuchen Sie an gar nichts zu denken dabei. Gönnen Sie Ihrem strapazierten Hirn ein wenig Urlaub. So ist's gut. Sehen Sie da? Diese Landschaft war für Millionen Menschen das Ferienparadies. Namen wie Marbella, Benidorm, La Grande Motte sind eng verbunden mit einer Touristenepoche, unmöglich, die nicht längst wahr? Zu Ende ist. Das kennt man gar nicht. Doch noch immer gibt es zahlreiche Zeugen am Mittelmeer, die von dieser fatalen Ära künden. Das kann man wohl sagen, ja. Hier ist man gerade dabei, die Ruinen einer der vielen Ferienstädte an der Adria zu entfernen. Das wird auch wie die das sein. Gemacht. Es wird noch lange Jahre dauern.
bis am Mittelmeer alle Touristenspuren beseitigt sind. Sagen Sie mal, wer interessiert sich denn hier noch für solche alten Mythen? Leise, liebe Frau Steiner, lassen wir den Leuten von Portofino ihre Gefühle. Und wenn sie uns noch so komisch vorkommen mögen. Heimweh war schon immer ein kurioses Phänomen. Also das verstehe ich nicht. Was sind denn das für Leute? Das sind ein paar von unseren nostalgischen Gastarbeitern. Dazu müssen Sie natürlich wissen, dass sich das Personal in unserem Portofino zum Teil aus der Bevölkerung des alten Portofino rekrutiert. Fischer, Eisverkäufer, Kellner, alte Leute, die gemütlich aus den Fenstern lehnen oder vor ihren Häuschen sitzen. Also das lebendige Kolorit sozusagen. Ja, genau. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ja. Deshalb kommt einem hier alles auf Schritt und Tritt so natürlich vor. Die Entscheidung der Anlegerstaaten, die gesamte Mittelmeerküste vor dem internationalen Tourismus zu schützen, das war wirklich hat den gewaltig fortgeschrittenen Zerstörungsprozess in dieser Region in letzter Minute sozusagen aufhalten können. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. An dieser Stelle, wo sich die weiten Zedern- und Pinienwälder bis hinunter an die Küste des Meeres erstrecken, sieht das komisch aus. Lag früher der Touristenmoloch Torremolinos. Ja, ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum sich Ihre Gastarbeiter solch langweiliges Zeug anschauen, Doktor. Da wüsste ich was Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Diese Leute eben nicht, lieber Herr Steiner. Die schauen sich so etwas sogar ziemlich oft an. Und zwar einzig und allein eines kleinen Ausschnittes wegen, der ihren alten Wohnort zeigt. Ja, erstaunlich, nicht wahr? Es mag Ihnen grotesk vorkommen, aber ein Teil der Originalbevölkerung von Portofino Alt, wie wir sagen, hängt noch so sehr an dem total heruntergekommenen Ort, dass an eine geplante Umsiedlung der Alteinwohner nie zu denken war. Die damaligen Organisatoren von Manova 3 mussten sich daher mit ihnen so einigen, dass die hier beschäftigten Portofiner alljährlich wieder für einige Monate in ihr altes Nest am Mittelmeer zurückkehren würden. Das kann ich doch gar nicht vorstellen. Nein, wirklich, auf Urlaub sozusagen. Ja. Ja. Achtung, Achtung, jetzt kommt die entscheidende Stelle. Passen Sie auf. Portofino, vielbesungene Perle der ligurischen Küste. Dieser Ort war einst ein Touristenmecker. Ja. Ja, heute leben in den alten, zum großen Teil baufälligen Häuschen noch viele einheimische Familien. Gar nicht zu fassen. Ja, einen Flächensanierungsplan haben sie sich schon vor Generationen. Versuchst du es doch mal, bitte. Ja. Nun, Frau Steiner? Ich könnte aus der Haut fahren vor Glück. Dieser Urlaub wird riesig. Gut, gut. Irrsinnig glücklich fühle ich mich. So, ja. Ich könnte Bäume ausreißen und... Am liebsten würde ich euch alle drei abküssen vor Freude. Frau Steiner, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ihre Gefühlsäußerungen sind zwar noch ein wenig verkrampft, etwas künstlich, etwas so aufgesetzt, aber das kriegen wir schon hin. Sie hat fast die gleiche Show abgezogen wie im letzten Jahr. Hast du das gemerkt? Halt den Mund, Junge. Wissen Sie, Herr Doktor, meine Frau war schon immer eine gefühlsbetonte Person. Ja, Gegensätze ziehen sich an, so sagt man doch. Sagen Sie, soll ich noch eine Weile... Weiter üben? Nein, nein, Herr Steiner, wir wollen nichts überstürzen. Wichtig ist mir vor allem, dass meine Klienten am Tag der Ankunft entspannt und reizhungrig sind. Alles andere kommt dann von selbst. Wir haben doch schließlich noch 3 Wochen Zeit, nicht wahr? Was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Oh, 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 welch fatales Wort dringt an mein Ohr. Langeweile ist der Todfeind eines jeden Animateurs. Er muss ihn Tag und Nacht bekämpfen. Also, meine Herrschaften, ich schlage vor, wir machen erst einmal ein Spiel miteinander zum Kennenlernen und zum Entspannen. Darüber hinaus fördert es die Konzentration. Kennen Sie Mikado? Ja, Mikado? Ist das das mit diesen dünnen Stäbchen, die nicht wackeln dürfen? Sehr richtig, Frau Steiner. Ah, ja. Ich verwende dieses alte Spiel besonders gerne als Einstieg, sozusagen als Ouvertüre für meine Animationsarbeit. Es hat sich übrigens bestens bewährt. Ja. Ich trage es deshalb immer bei mir. Ja. Wissen Sie, ich habe zwar 2 linke Hände, aber... Ich bin kein Spielverderber. Das ist gut. Und du, Rudi? Deine Mutter platzt ohne dich schon vor Begeisterung. Von mir aus, wenn es sein muss. Ach, komm, spiel doch ruhig mit. Er hat eine außergewöhnlich ruhige Hand, Herr Dr. Maurer. Sie werden das sehen. Wollen Sie bitte anfangen, Frau Steiner? Ja, ja, Silvia, fang du an, bitte. Also, Ihr Wunsch ist mir Befehl. So. Nun los. Ach, du meine Güte, ein richtiges Chaos. So, Silvia, du musst schön systematisch vorgehen. Ja. Und ganz locker bleiben. Sie sind ja ein perfekter Psychologe, Herr Steiner. Ja, ja. Wozu brauchen Sie denn überhaupt einen Animateur? Jetzt. Ach, Mist. Gewackelt. Jetzt komme ich dran. So, dann
Geben wir mal die Stäbchen zu Rudi rüber. Ja. So, haben wir sie alle. Da ist noch einer. So, bitte, Rudi. Ja, ganz ruhig bleiben, Rudi. Ganz ruhig. Oh, verdammter Dreck. Werf nochmal. Ja, bitte. Als Programm für morgen schlage ich einen ausgedehnten Strandtag vor. Baden, faulenzen, die Psyche entschlacken. 27, 42, 13b. Bitte kommen. Hallo, Süße. Du siehst so richtig knackig aus. Na, wie wärst du mit uns beiden? Blöder Hund. Was zu tönen? Woher hat denn dieser Kerl meine Nummer? Du, der muss ganz in der Nähe liegen. Der hat das mitgekriegt, als du unsere Nummer durchgegeben hast, Egon. Meinst du? So eine Unverschämtheit. Haben denn solche Typen nichts Besseres zu tun? Das sind die Segnungen der Technik, die ich war. Also, ich kann Ihnen hoch und heilig versichern, dass ich es nicht war. Sie hat ja auch niemand beschuldigt. Wo Sie doch so sehr darunter leiden, dass Sie am Strand von Manova 3 liegen müssen. Ach, Sie sagen es. Na, und was passt Ihnen hier eigentlich nicht? Warum müssen Sie dieses wunderschöne Milieu, diese Welt, in der jedes Jahr viele Millionen Menschen glücklich sind, mies machen? Glück nennen Sie das? In dieser sterilen Kunstwelt Urlaub zu machen? Strafe sollte man das besser nennen. Nur aber langsam, Herr Nachbar, ja? Auch Sie werden doch hoffentlich zugeben, dass uns hier echte Sonne auf dem Bauch scheint. Ja. Oder sonst wohin. Ja. Und dass es sich hier um echtes, glasklares Meerwasser und um echten, weißen Sand handelt. Eben. Und dass hier ein herrliches, angenehmes Lüftchen weht. Ja, 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 Sie haben ja recht, haben gewonnen. Unsere Techniker haben das in der Tat geschafft. Alles funktioniert. Hervorragend in diesem Milieu. Seegang, Wind, Wetter, alles voll im Griff. Ja, mich friert. Selbst bei dieser Hitze hier in dieser Urlaubslandschaft. Ganz kaum erwarten, dass wir mit einer neuen technischen Wundertat auch die Menschen hier durch was Perfekteres ersetzt. Also jetzt reden Sie doch nicht so lästerliches Zeug daher. Sie machen aber auch vor gar nichts halt. Das ist geistesgestört, Egon. Wie können die nur solche Leute hierher fahren lassen? Das ist die Freiheit, Also komm, Egon, wir gehen jetzt baden. Hallo, hallo. Endlich habe ich Sie gefunden. Ach, selbst wenn man im richtigen Quadrat steht, braucht es eine Zeit, bis man sein Ziel ausfindig gemacht hat. Vielleicht sollte man die Strandaufteilung noch etwas präziser gestalten. Ja. Aber ich will Sie nicht mit organisatorischem Kram langweilen. Nun, wie ich sehe, wollten Sie sich gerade in die Fluten stürzen. Meinen Sie, das wäre nicht... Ich meine, wir könnten Sie auch wieder hinlegen. Wir dachten nein, nur... Nein, gehen wir doch. Sie wundern sich wohl darüber, warum ich eine Videokamera mitgebracht habe, was? Ja, Sie werden Ihre Gründe haben, Herr Dr. Maurer. Sie sagen es, Herr Steiner. Wissen Sie, ich filme ein bisschen um Sie herum. Und heute Abend schauen wir uns die Sache dann gemeinsam an. Was? Sie filmen uns? Exakt, gnädige Frau. Ich beobachte ein wenig Ihr Verhalten, schnüffle mit der Kamera um Sie herum und versuche, mir ein Bild von meinen drei Schutzbefohlenen zu machen. Ja, das hilft mir sehr, mein Animationsprogramm optimal auf Ihre Familie abzustimmen. Aber wissen Sie, die Videomethode ist aus unserem Beruf ja gar nicht mehr wegzudenken. Sie waren doch letztes Jahr in Marnova 2. Ja. Hat denn mein Kollege Sie nicht angewendet? Das war eine Kollegin. Ach so. Sehr nett, sehr kompetent. Sie hat Doch. Ja, ja, die war sehr nett. Sie hat uns hin und wieder fotografiert. Hübsche Schnappschüsschen hat sie gemacht. Ja. Was meinst du, wenn ich das meinen Kumpel zu Hause erzähle? Also ich bin auch für Zone D. Was soll uns denn passieren? Schließlich haben wir unseren Animateur dabei. Für alle Fälle. Nein, können wir schwimmen? Nein, meine Herrschaften. Wir können ja schwimmen. Ich kann aber nicht segeln, gnädige Frau. Ich muss Sie leider enttäuschen. Nein? Ja, wenn Sie alle wollen. Also gut. Gut, ich liefere mich Ihnen aus. Ja, das finde ich prima. So, das wäre das Teilprogramm für den morgigen Tag. Und den Rest des Abends heute werden wir mit Entspannungsübungen verbringen. Sie haben selbst gesehen, wie bitter nötig wir das haben. Ohne Entspannung werden wir nicht zum Erfolg kommen. Wir legen uns dazu auf den Rücken. Ja, jetzt gleich? Ja, selbstverständlich, liebe Frau Steiner. Bitte legen Sie sich auf den Teppichboden. Was hier im Zimmer? Ja, natürlich, Herr Steiner. Den Teppich? Du bitte auch, Rudi. Rudi. Wir legen uns jetzt auf den Rücken. Ja, aber langsam. Ja, natürlich. Ich warte. Ich bin ganz steif. Liegen Sie auf dem Rücken, dann winkeln wir die Beine an und lassen... Bitte winkeln Sie die Beine an und lassen die Arme ganz locker neben dem Körper liegen. Ganz ausgestreckt, Herr Steiner. So. Und jetzt atmen wir ganz tief und langsam ein. Und, meine Herrschaften, versuchen Sie an gar nichts zu denken dabei. Gönnen Sie Ihrem strapazierten Hirn ein wenig Urlaub. So ist's gut.
Ist das schön, was? Oh, oh ja, das ist ein Wunderschön. Hey. Wunderschön. Hey. Anni, wir sind ganz schön. Ziemlich starke Brise. Vorsicht, der Baum. Mensch, Kind, ja. Du darfst doch den Baum nicht einfach loslassen. Denk dich gar nicht so auf. Alles in Ordnung, Herr Doktor. Alles in Ordnung, Herr Steiner. Schön. Vielen Dank. Ich habe noch Zeit. Hey. Meine Herrschaften, wir dürfen nicht mehr weiter in diese Richtung segeln. Wir sind schon ziemlich nah an der Sturmzone. Das ist ein Schiff. Wir müssen die warmen Bojen machen, Herr Steiner. Das ist schön. Wir passen schon auf, Doktor. Wir sind doch keine Anfänger. Nein, nein, besonders in den Übergangszonen können sich sehr heimtückische und gefährliche Turbulenzen bilden. Damit wären wir schon fertig. Verlassen Sie ganz auf uns. Hey. Hören Sie doch mal, wir müssen unbedingt in unsere Zone führen. Die Maschinen in Zone E und F ist nicht zu spaßen. Ja, ja. Die Höhen, die die produzieren, ist ein kleines Boot nicht gewachsen. Geh noch ein bisschen weiter rauf. Ja. Wie viel gibt's denn von den Dingern? Wie bitte? Wie viele Windmaschinen meinst du? Das weiß ich nicht genau. Ein paar hundert, denke ich. Hey. Stehen die alle auf die Insel wie die da drüben? Nein, nein, ein Teil ist auch rings um die Küste aufgestellt. Man kann sie nach allen Seiten schwenken. Ja, ich weiß, wie die funktionieren. Das haben wir in Physik durchgenommen. Nichts als Aufregung. Mein Gott, bin ich froh, wenn wir endlich erst wieder am Strand sind. Ach, das tut einem richtig gut, im heißen Sand zu liegen. Ach, ja. Nach dieser Aufregung von heute Morgen. Geht mir ganz wie Ihnen, gnädige Frau. Kommen Sie, setzen sich zu mir, Herr Doktor. Oh, vielen Dank, Frau Steiner. Sehen Sie, wie meine Hände noch zittern? Ach, tatsächlich. Ja, man sollte es nicht glauben. Nur ein paar Kilometer dort draußen bläst ein solcher Sturm. Ha, wird ein Sturm geblasen, Egon. So ist es richtig. Ja, ja. Und hier am Strand weht eine angenehme, leichte Brise. Ja, auch die Wellen haben genau die richtige Höhe zum Baden. Wenn ich an diese Wellen da draußen denke, die uns geschaukelt haben. Unsere Schuld, Frau Steiner. Selbst die perfekteste Ordnung ist gefährdet, wenn man leichtsinnig die Vorschriften missachtet. Nein. Aber reden wir nicht mehr. In der Tat, perfekte Leistungen sind das. Diese Meere. Bis ins letzte Detail durchdacht. Ich darf Ihnen versichern, es war nicht einfach, diese Harmonie in der Organisation von Marnova zu erreichen. Das geht. Eine Heidenarbeit, liebe Frau Steiner, für Ingenieure und auch Techniker. Aber es hat sich gelohnt, nicht wahr? Tja, allerdings. Mutter Natur kann sowas nicht. Sie ist dagegen unbeweglich und eintönig in ihrem Angebot. Ja, und unberechenbar. Du brauchst nur an heute Morgen zu denken. Ein Natursturm lässt sich nicht abstellen. Nein, gewiss nicht, liebe Frau Steiner. Deshalb wollen wir ihn in Manova auch gar nicht haben. Der Vorteil ist, dass hier alles exakt auf die Bedürfnisse des Touristenmenschen zugeschnitten ist. Es ist sozusagen ein Meer von Menschen für Menschen. Ach, das haben Sie schön gesagt. Dr. Maurer. Vielen Dank, liebe Frau Steiner. Meere von Menschen für Menschen. Mhm. Deshalb kommen auch alle so gerne hierher. Also hier stimmt doch wirklich alles. Herrlich klares, nicht zu salziges Wasser, wunderschöne weiße Strände, garantiert schönes Wetter und für jedes Hobby der geeignete Wind. Oder Sturm. Ein Paradies eben, von dem unsere Vorfahren nur träumen konnten. Alle Urlaubsfreuden auf engstem Raum verfügbar. Das ist der entscheidende Fortschritt, finde ich. Ja, wirklich. Und, Egon, noch etwas. Der unentbehrliche Cicerone durch dieses Schlaraffenland ist unser Doktor. Ja, wirklich. So freundlich. Ohne Sie und Ihre vielen Kollegen wären die Touristen überhaupt nicht in der Lage, diese faszinierende Welt hier voll auszukosten. Die Animateure öffnen uns erst die Augen. Zu viel des Lobes, liebe Frau Steiner. Sie machen mich ja ganz verlegen. Nicht doch. Ach, ich möchte mir wünschen, dass alle meine Klienten so angenehme, so sensible... Bitte, bitte, setzen wir uns doch. Ja. Vielen Dank. Danke sehr. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Unsere Flaschenbar ist noch gefüllt. Nein, vielen Dank. Nicht im Dienst. Gar nie? Nur bei ganz besonderen Gelegenheiten. Ich bin kein Freund von Alkohol. Na, was für einen Eindruck haben Sie von Fortuna 53? Gefällt es Ihnen hier? Tja, Herr Doktor, wir sind eben erst angekommen. Na, und wie fühlen Sie sich? Mich interessiert Ihre augenblickliche Gefühlslage. Sind Sie bereit? Wie? Ja, ich habe Sie nicht verstanden. Ich verstehe Sie sehr gut, Herr Dr. Maurer. Selbstverständlich sind wir bereit. Sehr sogar.
Das freut mich. Wozu bereit? Mir ist heute Abend nicht mehr viel anzufangen, das sage ich gleich. Rudi. Erstmal auspacken und dann pennen. Ich wünsche mir, dass Sie bereit sind, sich mir und meiner Arbeit voll zu öffnen. Ja. Nur so können wir zusammen zum Erfolg kommen. Ich denke, wir fangen gleich an. Sie sind jetzt im Urlaub und das ist herrlich. Tauchen Sie tief in dieses eine Gefühl ein. Seien Sie darüber glücklich, sehr glücklich. So glücklich, wie es Ihnen überhaupt nur möglich ist. Nun spüren Sie das Gefühl tiefen, warmen Glücks schon, das in Ihnen aufzusteigen beginnt, Herr Steiner? Ja, ja doch, ja, ja, es kommt. Ich denke, es ist im Kommen. Ja. Nun, dann teilen Sie uns dieses Gefühl mit, Herr Steiner. Bringen Sie es zum Ausdruck, auf Ihrem Gesicht, mit Ihrem ganzen Körper. Geben Sie sich diesem herrlichen Glücksgefühl hin. Sie sind im Urlaub, traumhafte Tage liegen vor Ihnen. Der Alltag ist in weiter, weiter Ferne. Seien Sie glücklich, seien Sie unendlich glücklich. Verzeihen Sie, ich mache nie einen euphorischen Eindruck. So. Ja, als Kind war ich schon ziemlich introvertiert. Ach. Ich freue mich bestimmt sehr, ja, aber... Meine Frau kann das besser. Silvia, Silvia, versuchst du es doch mal, bitte. Ja. Nun, Frau Steiner? Ich könnte aus der Haut fahren vor Glück. Dieser Urlaub wird riesig. Gut, gut. Irrsinnig glücklich fühle ich mich. So, ja. Ich könnte Bäume ausreißen und am liebsten würde ich euch alle drei abküssen vor Freude. Frau Steiner, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ihre Gefühlsäußerungen sind zwar noch ein wenig verkrampft, etwas künstlich, etwas so aufgesetzt, okay. aber das kriegen wir schon hin. Sie hat fast die gleiche Show abgezogen wie im letzten Jahr. Hat das gemerkt? Halt den Mund, Junge. Wissen Sie, Herr Doktor, meine Frau war schon immer eine gefühlsbetonte Person. Ja, Gegensätze ziehen sich an, so sagt man doch. Sagen Sie, soll ich noch eine Weile... Weiter üben? Nein, nein, Herr Steiner, wir wollen nichts überstürzen. Wichtig ist mir vor allem, dass meine Klienten am Tag der Ankunft entspannt und reizhungrig sind. Alles andere kommt dann von selbst. Wir haben doch schließlich noch 3 Wochen Zeit, nicht wahr? Was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Oh, oh, oh. Flaschenbar ist noch gefüllt? Nein, vielen Dank, nicht im Dienst. Gar nie? Nur bei ganz besonderen Gelegenheiten. Ich bin kein Freund von Alkohol. Na, was für einen Eindruck haben Sie von Fortuna 53? Gefällt es Ihnen hier? Tja, Herr Doktor, wir sind eben erst angekommen. Na, und wie fühlen Sie sich? Mich interessiert Ihre augenblickliche Gefühlslage. Sind Sie bereit? Wie? Ja, ich habe Sie nicht verstanden. Ich verstehe Sie sehr gut, Herr Dr. Maurer. Selbstverständlich sind wir bereit. Sehr sogar. Das freut mich. Wozu bereit? Mir ist heute Abend nicht mehr viel anzufangen, das sage ich gleich. Rudi. Erstmal auspacken und dann pennen. Ich wünsche mir, dass Sie bereit sind, sich mir und meiner Arbeit voll zu öffnen. Ja. Nur so können wir zusammen zum Erfolg kommen. Ich denke, wir fangen gleich an. Sie sind jetzt im Urlaub und das ist herrlich. Tauchen Sie tief in dieses eine Gefühl ein. Seien Sie darüber glücklich, sehr glücklich. So glücklich, wie es Ihnen überhaupt nur möglich ist. Nun spüren Sie das Gefühl tiefen, warmen Glücks schon, das in Ihnen aufzusteigen beginnt, Herr Steiner? Ja, ja doch, ja, ja, es kommt. Ich denke, es ist im Kommen. Ja. Nun, dann teilen Sie uns dieses Gefühl mit, Herr Steiner. Bringen Sie es zum Ausdruck, auf Ihrem Gesicht, mit Ihrem ganzen Körper. Geben Sie sich diesem herrlichen Glücksgefühl hin. Sie sind im Urlaub, traumhafte Tage liegen vor Ihnen. Der Alltag ist in weiter, weiter Ferne. Seien Sie glücklich, seien Sie unendlich glücklich. Verzeihen Sie, ich mache nie einen euphorischen Eindruck. So. Ja, als Kind war ich schon ziemlich introvertiert. Ach. Ich freue mich bestimmt sehr, ja, aber... Meine Frau kann das besser. Silvia, Silvia, versuchst du es doch mal, bitte. Ja. Nun, Frau Steiner? Ich könnte aus der Haut fahren vor Glück. Dieser Urlaub wird riesig. Gut, gut. Irrsinnig glücklich fühle ich mich. So, ja. Ich könnte Bäume ausreißen und... Am liebsten würde ich euch alle drei abküssen, vor Freude. Frau Steiner, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ihre Gefühlsäußerungen sind zwar noch ein wenig verkrampft, etwas künstlich, etwas so aufgesetzt, okay. aber das kriegen wir schon hin. Sie hat fast die gleiche Show abgezogen wie im letzten Jahr. Hat das gemerkt? Halt den Mund, Junge. Wissen Sie, Herr Doktor, meine Frau war schon immer eine gefühlsbetonte Person. Ja, Gegensätze ziehen sich an, so sagt man doch. Sagen Sie, soll ich noch eine Weile
weiter üben? Nein, nein, Herr Steiner, wir wollen nichts überstürzen. Wichtig ist mir vor allem, dass meine Klienten am Tag der Ankunft entspannt und reizhungrig sind. Alles andere kommt dann von selbst. Wir haben doch schließlich noch 3 Wochen Zeit, nicht wahr? Was machen wir jetzt? Mir ist langweilig. Oh, 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 welch fatales Wort dringt an mein Ohr. Langeweile ist der Todfeind eines jeden Animateurs. Er muss ihn Tag und Nacht bekämpfen. Ach, diese schmalen, schummrigen Gässchen. Wirklich zum Verlieben. Ja. Also ich finde Portofino viel romantischer als Gerba in Manova 2. Du auch, Egon? Na klar. Gerba war natürlich auch weit einfacher nachzubauen, nicht? Das Original oder was davon übrig ist, das liegt an einer flachen Küste mit einem flachen, sandigen Hinterland. Mhm. Haben Sie auch schon einmal Monaco in Manova 2 besichtigt? Nein. Das liegt zwischen Città 87 und 88. Ach, das können wir ja noch machen. Nein. Das war noch nicht auf unserem Animationsprogramm. In Monaco ist ähnlich gut gelungen wie unser Portofino. Ja? Vor allem das Fürstenschloss ist ständig von Touristen umlagert. Aha. Ich hab einen Mordsdurst. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Vielleicht könnten wir uns noch einen Augenblick in die Taverne dort drüben setzen. Also, der Wunsch unseres Sohnes ist uns wieder einmal Befehl. Ach, sehen Sie, da drüben ist ja noch ein Tisch frei. Ach, ja, sehr schön. Genau, 4 Plätze. Wunderbar. Ja, schön. Wie bei uns reserviert, nicht wahr? Ach, ist das hier gemütlich. Ja, herrlich, ja. Wie hast du einen Wünschen? Eine Cola. Ach, das ist doch furchtbar, sonst fällt dem Jungen nichts Trinkbares ein. Immer nur dieses Gesöff. Trinken wir 3 noch schnell ein Glas Chianti. Es ist mit dem Eintrittspreis bezahlt. Oh, einverstanden. Auch einverstanden. Eine Cola, 3 Chianti, bitte, Herr Ober. Also Portofino muss ein reizendes Örtchen gewesen sein. Sie sitzen doch mitten darin, liebe verehrte Frau Steiner. Ja, ich habe mir ja nur das Original am Mittelmeer vorzustellen versucht, als das noch so eine Touristenperle war. Da schaue sich einer unsere Frau Steiner an. Hat dich der Naturapostel von gestern angestellt, ne? Was soll denn der Quatsch? Na, weil du ähnlich kurioses Zeug daherredest wie der. Lass mich doch zufrieden, du Grobian. Aber. Fantasie war für dich ja immer schon ein Fremdwort. Oh, wer wird sich denn an diesem wunderschönen Ort streiten? Ja. Ach, da ist auch schon unser Wein. Und Rudis Gesöff, wie sich Frau Steiner auszudrücken beliebte. Sehr zum Wohle, meine Herrschaften. Zum Wohl. Zum Wohl. Wohl. Einen harmonischen Urlaub. Prost, Rudi. Prost. Oh, die Zentrale. Ach, hier, unsere Zeit ist fast um. Moment. Hier 3004, bitte kommen. Ja, verstanden. Ende. Wie befürchtet, wir müssen sofort aufbrechen. Tut mir leid, noch 2 Minuten haben wir. Och, das ist aber schade. Kann man denn da gar nichts machen? Bedauere, hier ist alles computergesteuert. Und Computer sind unbestechlich, wie Sie ja wissen. Wir können ja in den nächsten Tagen noch einmal herkommen. Ja. Ja, das kostet zwar ein halbes Vermögen, aber... Bedauere, lieber Herr Steiner, auch das geht leider nicht. Der Andrang auf unser Portofino ist zu groß. Daher ist jede Nummer, jeder Tourist, nur einmal pro Jahr zugelassen. Die Millionen Menschen, die hier urlauben, Sie verstehen. Also ich schlafe gleich ein. So, ja, ja. Den teuren Eintrittspreis hätten wir für dich wahrscheinlich sparen können. Rasch, rasch, meine Herrschaften. Wir werden gemahnt. Ja, natürlich.